Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einer weiteren Challenge, dieses Mal Kristall. Das Voting hat für Kanimani entschieden, und zwar eindeutig. Es gelten dieselben Regeln wie letztes Mal, Items wie X-Angriff sind immer erlaubt. Bei Heil-Items darf ich pro Kampf ein Heil-Item für die KP und eines für den Status wie Paralyse verwenden. Aber auch nur so, keine zwei Heil-Items für die KP oder den Status. VM-Pokémon sind erlaubt, aber nicht im Kampf, es sei denn, es wäre ein Doppelkampf, was es in Kristall nicht gibt. Damit wäre alles geklärt und es kann losgehen. Beginn fragt uns unsere Mutter, ob sie uns den Pokécom erklären soll oder nicht. Spielt eigentlich keine Rolle, weil ob man Ja oder Nein nimmt, sie erklärt es trotzdem, dass dieser Fehler in Kristallen nicht ausgebessert wurde. Unser Rivale kickt uns einfach weg, wie unhöflich. Wir nehmen hier natürlich unseren Starter, Kanimani. Nebenbei, beim Voting wollte ich eigentlich erst Feuerriegel statt Kanimani nehmen, aber wenn ich das genommen hätte, hätte Feuerriegel zu 100% einfach gewonnen. Und bei meiner letzten Challenge hatte ich Flemly genommen, zweimal den Feuerstarter, muss auch nicht sein. Aber keine Sorge, Leute. Leute, Feuerriegel werde ich auch irgendwann schon noch nehmen. Beim Name kommt es hier auch auf das Geschlecht an. Da wir hier ein männliches haben, nenne ich es Krokoboy. Wenn es ein weibliches wäre, Krokogirl hätte ich es dann genannt. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum Kroko, das ist ja eigentlich offensichtlich. Kanimani ist halt ein Krokodil. Eigentlich wollte ich auch noch die Beere ändern, die es trägt, und zwar zu einem Ewigstein, doch das ging leider nicht. Aber man kriegt ja recht früh ein, wie ich auch nachgeschaut habe, aber dazu später mehr. Krokoboy hatte seinen ersten Kampf bestanden. Damit war es der King der ganzen Welt. Oder es hat halt einen Kampf bestanden. Bei Mr. Pokémon haben wir ein Rätselei gekriegt. Wir alle wissen, welches Pokémon das ist. Diese Trainer wollten sich echt nicht stören lassen und dabei stehen die voll im Weg. Im Pokémon-Markt habe ich mir noch 4 Tränke gekauft. Kann ja auch nicht schaden. Es war Zeit für den ersten Kampf gegen unseren Rivalen mit den Namen Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, welchen Namen wird er wohl nur kriegen? Sein Pokémon war Endivier. Da wollte ich es erstmal mit einem Silberblick probieren. Aber selbst macht es Heuler. Damit war es gleich wieder aufgehoben. Leider wurde ich so geschwächt, dass meine Beere aufgebraucht wurde, aber man kann ja neue finden, was ich halt überhaupt gar nicht weitermache. Damit hatten wir das erste Mal unseren Rivalen besiegt. Unseren Rivalen habe ich seinen Originalnamen Silver gegeben. Sorry, mir spontan keine eingefallen. Nächstes Mal mache ich mir mehr Gedanken um den Namen, was ich dieses Mal leider nicht getan hatte. Einer wollte uns zeigen, wie man Pokémon fängt. Die Antwort war nein. Ich meine, ich spiele schon seit über 20 Jahren Pokémon, er brauchte mir das nicht zu zeigen. Ich habe mir hier noch einen Visor gefangen, und zwar für ein paar VM-Attacken später. Der Name war auch wieder klar, und zwar, es war die Rückkehr von VM-Mon. Die ersten Trainer wollten kämpfen, natürlich waren sie kein Problem. Unsere Mutter hat uns auch angerufen, ob sie unser Geld sparen soll. Hier war ich für nein, das war nicht nötig. Hier war nun die Entscheidung, zuerst der Knufenser-Turm oder die Arena. Ich habe mich für die Arena entschieden, da wir sonst etwas zu überlevelt wären. Der erste Trainer hatte einen Habitak. Das erste Kratzer hatte einen Volltreffer gemacht. Immer gut, wenn die erste Attacke einer ist. Daraufhin musste ich noch 2 weitere Male Kratzer machen. Der nächste Trainer hatte 2 Taubsis. Ich wurde wirklich bis in den roten Bereich gebracht. Nun war es an der Zeit für den ersten Arena-Leiter, Falk. Sein erstes Pokémon war auch ein Taubsi. Und das war mit 3 Kratzer besiegt. Sein nächstes Pokémon und auch natürlich sein letztes war Tauboga. Ich wollte es hier mal mit Raserei probieren. Die Attacke wird ja immer stärker. Tatsächlich war es schneller, aber sein Windstoß hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber unser Raserei auch nicht. Dafür war das zweite Raserei gleich um einiges stärker. Mit dem vierten Raserei war es dann besiegt. Auch haben wir Aquaknarre erlernt. Im Pokémon Center haben wir ein Ei gekriegt. Wir alle wissen natürlich, welches Pokémon das ist. Ich bin dann erstmal wieder zurück zum Labor gegangen. Dort habe ich dann erstmal das Ei ausgebrütet. Rausgekommen ist natürlich ein niedliches Togepi. Das habe ich dann Professor Lind gezeigt und wir haben einen Ewigstein erhalten. Ja, ich sag dir, wir kriegen ihn recht früh ins Spiel. Diesen habe ich gleich Kanimani gegeben. Das erspart B-Gedrücke. Als nächstes wollte ich den Knufenser-Turm machen. Die normalen Weisen waren alle kein Problem. Kommen wir daher zu ihren Anführer. Sein erstes Pokémon war ein Knufenser. Das sieht man im Turm wirklich sehr, sehr selten. Hust, hust. Mit 2 Kratzer war es dann auch besiegt. Genauso auch das zweite, das war auch mit 2 Kratzer besiegt. Sein letztes war ein Huthut. Mit 3 Aquaknarre haben wir es besiegt. Selbst hat es nur Tackle und Gesichte gemacht. Gesichte perfekt als Geist-Pokémon, was wir natürlich nicht sind. VM5 Blitz haben wir auch noch gekriegt. Das haben wir unseren Togepi beigebracht. Nur weil es so jung ist, muss es nicht gleich so faul sein. Fluchtseil ist immer wieder gut. Die Trainer auf Route 32 war nicht wirklich schwer, da wir schon ein recht hohes Level hatten. Der Carpador-Trainer wollte uns auch wieder vernichten, aber keine Chance. Der Einheitstunnel war als nächstes dran. Bei dem Trainer mit seinem Onix wollte ich mal was austesten, und zwar wie viel Kratzer muss ich machen, um es zu besiegen. Es waren ganz genau 10 Stück. Hier wollte ich mir noch einen Kleinstein fangen wegen VM Stärke später. Aber es konnte so geschwächt aus einem Superball rauskommen, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Auch aus dem zweiten Superball kam es raus. Was war das nur für ein
ein Kleinstein. Aber natürlich, in den nächsten Pokéball, den ich werfe, war es drinne. Der Name war auch klar wie Kloßbrühe, und zwar Steinklein. Livestream-Zuschauer verstehen den Gag. Auf Level 20 haben wir Biss erlernt, das habe ich für Raserei weggemacht. Die restlichen Trainer waren kein Thema. Kurt hatte seinen Rücken verletzt, der Opa sollte echt mal besser aufpassen. Team Rocket, für mich das beste Bösewichtsteam in allen Pokémon-Games, war auch wieder am Start. Aber gegen unser Krokoboy sahen sie kein Land. Es war nun Zeit für die zweite Arena. Ein Paras konnte uns sogar paralysieren. Kai, der zweite Arenaleiter, war nun an der Reihe. Werden wir ihn schaffen? Sein erstes Pokémon war Safcon Level 14, warum auch immer er es nicht weiterentwickelt hat. Mit zwei Biss war es besiegt. Tja, war eben ein Leckerbissen. Sein zweites Pokémon war Kokuna, auch Level 14. Warum es einfach kein Bibor war, habe ich echt nie verstanden. Sogar ein normaler Trainer der Arena hatte ein Bibor, aber der Leiter nicht. Es war auch mit zwei Biss erledigt. Unser Kanimani ist halt eben nicht so schnell vollgefuttert. Bei Sichlo ging ich als erstes auf zweimal Silberblick. Zornklinge kann echt schon eine heftige Attacke wären. So hatten wir auch unsere erste Niederlage erlebt. Die zweite Runde war dran, aber dieses Mal ging ich auf Aquaknarre. Mit ein paar Aquaknarre hatten wir dann auch Sichlor besiegt. Damit hatten wir den zweiten Arenaleiter Kai besiegt. Unser Rivale wollte auch wieder kämpfen, das wird sicher nicht ganz so einfach werden. Sein erstes Pokémon Nebulak war mit einem Biss weg. Nun war Lorblatt dran, das machte mir schon Sorgen, bevor der Kampf überhaupt losging. Ich probierte es als erstes mit einem Biss. Sein Rasierblatt konnte ich auch gut wegstecken. Mit einem Biss, das Volltreffer war, war es auch besiegt. Sein letztes war Zubat, das Aquaknarre besser weggesteckt hat, als ich gedacht habe. Und es machte Superschall. Ich mag diese Attacke immer noch nicht. Aber ich habe mich nicht selbst verletzt. So haben wir Silver besiegt. Und dabei dachte ich, wir verlieren mindestens einmal gegen ihn. Der Steineichenwald war als nächstes dran. Wir mussten ein Porenta einfangen. Ist wohl abgehauen, weil es erfahren hatte, dass es gebraten werden sollte. Zerschneider haben wir auch bekommen. Das habe ich unserem VM-Mon beigebracht. Kopfnuss haben wir auch gekriegt. Das habe ich Kanimani beigebracht und Kratzer dafür weggemacht. Einen Äther haben wir auch gefunden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Thanos ist neidisch. Raus aus dem Steineichenwald. Bald gab es noch ein paar Trainer zum Frühstück. In der Pension gab es noch ein weiteres Ei. Darin war ein Pi. Nun ja, immer noch millionenmal besser als ein hässliches Cursilla. Unser Fahrrad habe ich auch geholt. Wir haben zwar die Speed-Taste, aber kann nicht schaden. Ich glaube, das Fahrrad habe ich bis zum Ende vielleicht einmal oder so benutzt. Nach 5 Fragen hatten wir auch unser Radio. Das brauchen wir ja später noch für die Pokéflöte und Relaxo. Es gab noch weitere Trainer zu machen, doch bevor ich die machen wollte, wollte ich es erstmal mit der dritten Arena probieren. Ja, ich weiß, ich bin absolut lebensmüde und Miltank, ich fürchte dich jetzt schon. Es war Zeit für Bianca. Mal sehen, ob ich sie gleich beim ersten Mal schaffe. Ihr erstes Pokémon war ein Pipi. Das war mit zwei Kopfnuss besiegt. Selbst hat es nur Duplex-Hieb gemacht, womit sie natürlich gleich beim ersten Mal 5-mal getroffen hat. Es war soweit. Miltank, das pure Böse. Das verstehen wir, glaube ich, alle, oder? Ich wollte es hier erstmal wieder mit Silberblick probieren. Nicht nur, dass es schneller war. Nein, es benutzte auch noch Walzer. Walzer hatte gleich 3-mal hintereinander getroffen. Und das vierte hat uns erledigt, dass es auch nicht einmal daneben gegangen ist. Diese Runde war einfach absolutes Pech. Zeit für Runde 2. Ich wollte es wieder mit Silberblick probieren. Dieses Mal habe ich es 2-mal eingesetzt. Aber auch Walzer hatte wieder 2-mal hintereinander getroffen. Doch das dritte Walzer ging daneben. War das etwas Glück? Und Kopfnuss hatte gut Schaden gemacht. Und wie nicht anders zu erwarten war, hat es im roten Bereich überlebt. Dadurch, dass es aber noch im Walzer war, konnte es kein Milchgetränk einsetzen. Damit hatten wir unseren dritten Orden und das nur nach dem zweiten Versuch. Geht eigentlich, oder? Und Bianca, hör auf zu weinen, das interessiert absolut niemanden. Gib uns einfach unseren Orden, du schlechte Verliererin. Mit diesem Satz spreche ich euch bestimmt allen aus der Seele. TM45 Anziehung wollte ich lieber noch aufheben. Wer weiß, ob man diese Attacke vielleicht nicht noch gebrauchen kann später. Ein Habitak haben wir auch noch bekommen. Das war später gut für Fliegen. Nun gab es ein paar Trainer auf Route 35. Bis auf ein Pikachu, das mich paralysiert hat, waren die alle kein Problem. Es war Zeit für das Käferturnier. Naja, ich habe wohl leider den falschen Tag eingestellt. Im Nationalpark gab es noch ein paar Trainer zum Mittagessen. Route 36 gab es auch noch 2 Trainer, die easy weg waren. Das in der Schule mogelnde Mogelbaum wollte auch kämpfen. Versteht ihr? Wegen Mogeln.
Okay, ich höre Schnaufen. Mit zwei Aqua-Knarre war es auch schon besiegt. TM8 Zertrümmerer haben wir auch noch gekriegt. Das habe ich unseren Togepi gegeben. Wie schon gesagt, nur weil es so jung ist, brauchst nicht so faul zu sein. Wir kamen in die vierte Arena, aber wurden gleich rausgeworfen, weil Jens nicht da war. In den Turnruinen wollte unser Rivale auch wieder kämpfen. Sein erstes Pokémon war Alpollo und wir wurden, weil es schneller war, paralysiert. Aber durch unseren Volltreffer mit Biss war es auch schon besiegt. Sein zweites war Magnetilo, da habe ich lieber meinen Paraheiler benutzt. Es hat zwar kein Donnerwelle gemacht, aber wir konnten es besiegen, aber geschwächt hat es uns auch. Ich wollte daher lieber meinen Trank verwenden. Lorblatts Rasierblatt hatte zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber bei seinem vollen KP war das nicht so gut. Kopfnuss hatte nicht mal die Hälfte abgezogen, aber es kam noch schlimmer, es hat Reflektor gemacht. Kopfnuss machte deshalb kaum noch Schaden. Aber ich hatte echt Glück, unser Biss ließ es zurückschrecken. Mit einem weiteren Biss war es besiegt. Ein Glück benutzt er sowas wie Tränke überhaupt gar nicht. Zubat war mit einem Biss und Kopfnuss auch besiegt. Ich dachte wirklich, wir würden hier verlieren. Wir trafen auch drei legendäre Hunde. Nein, Spaß, es sind ja eigentlich Miezekätzchen. Dieses Mal konnten wir aber in die vierte Arena. Mit Biss war es eigentlich nicht so schwer. Es war an der Zeit für Arenaleiter Nummer 4, Jens. Sein erstes Pokémon Nebulak war mit einem Biss weg. Sein zweites Pokémon Alpollo war nicht nur schneller, nein, es hat auch noch Fluch gemacht. Dadurch, dass es durch Fluch geschwächt war, war es dann mit einem Biss auch weg. Gengar war sein drittes Pokémon. Seine Hypnose hatte zum Glück nicht getroffen. Auch sein zweites Hypnose hat nicht getroffen. Wir hatten echt Glück. So konnten wir schlussendlich Gengar eigentlich relativ easy besiegen. Nun war nur noch sein zweites Alpollo übrig, das nur Horrorblick machte. Der Fluch schadete uns ganz schön, aber mit einem weiteren Biss war es besiegt. Damit hatten wir schon 4 Orden. Im Dukatia City Einkaufszentrum habe ich mir noch ein paar X-Angriff, Abwehr und Spezial gekauft. TM27 Rückkehr haben wir geschenkt bekommen, das habe ich Kanimani für Silberblick beigebracht. TM33 Icy habe ich mir auch noch gekauft und das habe ich für Kopfnuss weggemacht. Die Attacke können wir später wirklich noch gut gebrauchen. Auf Route 38 gab es auch wieder einige Trainer. Corazon war das einzige, das auch etwas mehr einstecken konnte. Auf Level 35 wollte Kanimani Schlitzer lernen, aber meine jetzigen Attacken waren mir lieber. Nachdem ich Route 38 fertig hatte, bin ich nochmal nach Tick City zurückgegangen, um die Evoli Trainer zu erledigen. Danach haben wir VM3 Surfer gekriegt, das habe ich für Aquaknarre weggemacht. In Oliviana City trafen wir auch unseren Rivalen, doch dieses Mal hatte er Respekt vor uns, weil er nicht kämpfen wollte. Spaß, er hatte Schiss. Wir haben VM4 Stärke erhalten, das habe ich erstmal unseren Kleinsteinen gegeben. Spaß, unseren Steinklein natürlich. Im Markt habe ich mir erstmal ein paar Heil-Items gekauft, das hatte ich bisher noch gar nicht wirklich gemacht. Der Leuchtturm war als nächstes dran. Die ganzen Trainer waren wegen unseren starken Kanimani kein Problem, es hat nicht mal ein KP verloren. Ein Sonderbonbon habe ich auch gefunden, das wollte ich lieber für später aufheben. Auch haben wir einen weiteren Äther gefunden, Thanos bleibt weiter neidisch. Jasmin haben wir auch getroffen, die eine Bitte an uns hat und da wir ein Gentleman sind, haben wir selbstverständlich Nein gesagt. Spaß, die Antwort war natürlich Ja. Im großen weiten Meer haben wir uns in einen Lapras verwandelt. Tja, wir sind eben ein wahrer Zauberer. Ein 10-jähriges Kind ist ja nicht in der Lage zu schwimmen, das ist halt Pokémon-Logik. Ob das wohl jemals der Fall sein wird in Pokémon, dass der Spieler auch schwimmen kann? Nur ein Mantax war in der Lage, uns ein paar KP abzuziehen. Auch habe ich noch einen Tentacher gefangen für Whirlpool und Kaskade später, doch es konnte kein Kaskade erlernen, nachdem ich das mal nachgeschaut hatte. So war es nutzlos. Wir waren in Anemonia City angekommen. Dort haben wir von einer Person auch den Geheimtrank gekriegt. Nun war es an der Zeit für die fünfte Arena. Wir haben bis zum letzten Trainer über die Hälfte KP verloren, das hätte ich nicht erwartet. Hartwig wollte uns seine männliche Kraft zeigen, aber ernsthaft, wir sind ein 10-jähriges kleines Mädchen, was denkt der Opa sich nur? Egal, der Kampf konnte gegen Hartwig losgehen. Sein erstes Pokémon war Razzaf, das Silberblick machte. Doch unser Rückkehr war nicht ohne. Trotz Silberblick hatte sein Karateschlag nicht so viel Schaden gemacht. Und ganz ehrlich, die paar Erfahrungspunkte hätte es auch noch geben können. Wie unfair. Quappo war sein nächstes Rückkehr, hat nicht mal die Hälfte abgezogen. Selbst hat es Hypnose gemacht und auch getroffen. Das war die Rückkehr des Peches. Nun war es an der Zeit für unseren Aufwecker. Quappo hatte aber Willenslaser gemacht, das heißt Wuchtschlag wird zu 100% treffen, sofern er diese Attacke einsetzt. Aber nein, er war so blöd und hat Hypnose gemacht, dass es sein Pech nicht getroffen hat. Mit einem weiteren Rückkehr haben wir gewonnen. War gar nicht so schwer, muss ich sagen. Von seiner Frau, die der Opa nicht verdient hat, haben wir Fliegen bekommen. Das haben wir unserem geschenkten Habitak beigebracht. Wir haben Jasmin den Geheimtrank gebracht und nun wollte sie auch endlich wieder kämpfen. Zeit für Arenaleiter Nummer
Nummer 6, Jasmin. Ihr erstes Pokémon Magnetilo war mit einem Surfer besiegt. Auch ihr zweites Magnetilo war mit einem Surfer besiegt. Hier fand ich das immer irgendwie schade, dass es nicht einfach Magnetilo und Magneton hat. Oder sage ich mal noch ein Panzer-Eron, weil das war ja auch ein Stahltyp. Und in Gen 2 war ja der Stahltyp neu. Ihr letztes Pokémon war Stalos, konnte aber sogar einen Surfer überleben. Selbst machte es, warum auch immer, Sonntag. Sie hatte auch einen Hypertrank eingesetzt. Nun konnte man sehen, wie sehr Sonntag Wasserattacken abschwächt. Das war enorm. Mit einem weiteren Surfer war es aber weg vom Fenster. Wir haben den ganzen Kampf nicht einmal ein KP verloren. Damit hatten wir schon Orden Nummer 6. Die drei Trainer auf Route 42 waren auch wieder sehr leicht. Man wollte uns nicht in die siebte Arena lassen. Flashbacks an die vierte Arena. So eine Unverschämtheit. Ich habe mal 20 Superbälle gekauft für das rote Gyarados. Das brauche ich für Whirlpool und Kaskade. Route 43 gab es auch wieder so einige Trainer. Doch, die waren alles Flaschen wie Team Rocket Rüpel. Wir haben einen Top-Ether gefunden. Thanos konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Es gab auch wieder einen Carpador-Trainer, aber dieses Mal einer mit zwei Gyarados. Also bitte, wer entwickelt ein starkes Carpador zu Gyarados? Der muss doch lebensmüde sein, oder Leute? Auge in Auge standen wir nun dem roten Gyarados gegenüber, verwandelt als Lapras. Als erstes machte ich Rückkehr und das hatte über die Hälfte abgezogen. Selbst machte es nur Silberblick. Mit Surfer wollte ich es weiter schwächen. Zwei Stück hatte ich gemacht, aber ist leider besiegt. Zeit für Runde Nummer 2. Dieses Mal machte ich Rückkehr und ein Eishieb, damit war es im roten Bereich. Jetzt ging das Fang los, im dritten Superball war es dann auch drinne. Den guten alten Siegfried haben wir auch getroffen, aber er ist gleich abgehauen, ist wohl die Angst vor unseren Kani-Mani. Siegfried befiehlt sein Dragoran, Hyperstrahl auf einen Menschen einzusetzen und der Kerl ist noch nicht im Knast. Vor der Snobilikat-Statue kamen immer zwei Rocket-Rüpel, das war auf den Gameboy echt nervig, aber ein Hoch auf die Speed-Taste. Doch zum Glück kann man die nach dem ersten Kampf auch schon abstellen. Nun kamen wieder einige Rocket-Rüpel und wir mussten zwei Passwörter besorgen, ihr kennt es sicher. Unser Rivale hat auch wieder schnell Leine gezogen, er weiß eben, wie mächtig unser Kani-Mani ist. Die Vorstände sind auch echt Flaschen, wie haben die nur ihren Job bekommen, verstehe wer will. Ein Dragoran kann Tackle, das wusste ich gar nicht, oder war das vielleicht Risiko-Tackle? Hab es eben gerade erst gesagt, aber die Vorstände sind einfach Flaschen. Drei Elektroballs sind kein Problem. Von Siegfried haben wir VM6 Whirlpool erhalten, das habe ich gleich unser rotes Gyarados beigebracht. Nun war die siebte Arena an der Reihe. Norbert war dran und hier muss ich ja nicht sagen, dass die Levelkurve echt Müll ist, aber das wisst ihr sicher, denke ich mal, alle. Arenaleiter 5, Max Level 30, Arenaleiterin 6, Max Level 35 und Arenaleiter 7, richtig, nur 31, 4 Level niedriger als die sechste Arenaleiterin. Und das, obwohl man davor noch gegen Team Rocket kämpfen muss. Das ist aber natürlich nicht die schlechteste Levelkurve, aber dazu später. Yurop war mit einem Rückkehr besiegt. Yugong hat aber zwei ausgehalten, wie auch die anderen Yugongs von den normalen Trainern. Keifel war wegen seines Bodentyps mit einem Surfer besiegt. Damit war Norbert erledigt und wir hatten Orn 7 gewonnen. Nun kam die nervigste Stelle im ganzen Spiel und zwar der Radioturm mit vielen, vielen Rocket-Rüpeln. Weil erst kommt der Radioturm, dann kommt der Untergrund danach und dann nochmal der Radioturm. Ich glaube, die Stelle mochte von euch nicht so wirklich einer, aber ein Hoch auf die Speed-Taste. Es sind zwar viele Rockets, aber dafür gibt es auch viele Erfahrungspunkte. Unser armes Kani-Mani wurde sogar vergiftet, paralysiert später auch und wir hätten sogar verlieren können. Nun kommen wir zu meinem Hasstrainer und zwar den Rocket-Vorstand mit seinen 50 Millionen Smogons. Aber hey, unter diesen ganzen Millionen und Milliarden Smogons gibt es auch einen Smogmog. Der Rivale war auch ein weiteres Mal am Start und wollte kämpfen. Golbat war mit einem Icy weg und wir haben Level 50 schon erreicht. Magnetilo war mit einem Surfer erledigt. Meganya hatte ein Icy überlebt und Giftpuder eingesetzt, was aber nicht groß juckte. Mit einem weiteren Icy war es dann auch besiegt. Im Gegensatz zum letzten Mal waren wir schneller als Dalpollo und mit einem Biss war es besiegt. Sneebel war sein letztes und das schneller war und mit Finn Angriff. Selbst war es aber mit einem Rückkehr besiegt. So hat unser Rivale wieder verloren. Ich glaube, das war bisher der einfachste Rivalenkampf mit dem ersten, wo er halt sein Pokémon Level 5 hatte. Die weiteren Rocket-Rüpel waren alle leicht besiegt, wegen der schlechten Levelkurve. Ein weiterer Top-Ether. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Thanos, der in der Ecke weint vor Neid. Auf Level 52 wollte Kani-Mani Hydro-Pumpe erlernen, aber diese Attacke erlerne ich absolut nie. Man hat sie nur 5 Mal und trifft auch nicht so gut, was in meinen Augen einfach nicht nutzlos macht. Weitere Rocket-Rüpel. Nun ja, kein Kommentar. Okay, sie konnten mir dieses Mal ein paar KP abziehen, aber ist halt auch nicht der Rede wert. Beim letzten Vorstand dachte ich, der könnte noch mit seinen Hundemon etwas machen, da ich keinen Surfer mehr hatte, aber das war mit einem Rückkehr besiegt. Damit hatten wir auch endlich alle Rockets besiegt. Es war an der Zeit für Suicune. Das wird sicher ein harter Kampf. Wir sind zwar 14 Level höher, aber
unterschätzen, sollten wir es trotzdem nicht. Es war natürlich schneller, aber es machte nur Silberblick. Unser Rückkehr hat auch sehr gut Schaden gemacht, mehr als ich erwartet habe. In der nächsten Runde hat es wieder nur Silberblick gemacht. Und mit einem weiteren Rückkehr war es fast besiegt. Der Sieg war zum Greifen nahe. Und Blubstrahl hatte kaum Schaden gemacht, da bringt er seinen Silberblick natürlich absolut gar nichts. Mit einem dritten Rückkehr war es dann besiegt. Ich dachte, der Kampf gegen Suicune wird ein bisschen härter und hält auch ein bisschen mehr aus, aber war nicht der Fall. Auf Route 43 gab es wieder ein paar Trainer, von denen keiner erwähnenswert ist, da jedes Pokémon mit einer Attacke weg war. Der Eispfad war nun dran und in Kristall sieht der so viel besser aus als in Gold und Silber. Egal wie oft ich das schon gemacht habe, dieses Eisrutschrätsel liebe ich einfach. Ihr nicht auch, Leute? Davon hätten die in der Höhle wirklich ruhig mehr einbauen können. Von mir aus auch optionale, Hauptsache mehr Eisrutschrätsel. VM7-Kaskade haben wir auch gefunden, wieder gut für unser rotes Garados. Ein AP-Plus haben wir auch gefunden, das habe ich für Surfer benutzt. Und damit haben wir den Eispfad geschafft und waren in Ebenholz City angekommen. Nun war die 8. Arena dran. Dank Eishieb waren die Trainer kein Problem. Kommen wir nun zur Arenaleiterin Nummer 8, Sandra. Alle drei Dragoniers, die sie hatte, waren alle mit einem Eishieb weg. Da muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Ihr letztes war Sidraking und Rückkehr hat gut Schaden gemacht. Hyperstrahl hat echt nicht so viel abgezogen. Mit einem weiteren Rückkehr war es dann auch besiegt. War halt, ja, echt leicht. Sie heulte wie Bianca rum und wollte uns den Orden nicht geben. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an Jasmin. In der Drachenhöhle gab es auch wieder ein paar Trainer. Zu denen gibt es halt nichts zu sagen. Whirlpool kam auch mal zum Einsatz, aber auch nur das erste Mal von zwei halt, das erste Mal um reinzukommen und das zweite um wieder rauszukommen. Opis ein paar leichte Fragen beantworten, wozu Sandra nicht in der Lage war und sie hat uns endlich den Orden gegeben, der uns so oder so schon gehörte. Sandra wollte sich bei uns entschuldigen und nett wie wir natürlich sind, haben wir natürlich klar Nein gesagt. Von Professor Lind haben wir den Meister beibekommen, den können wir hier gar nicht gebrauchen. Wir betraten Route 27 und es ging auf zur Siegestraße. Auch gab es mal wieder ein paar Trainer, sie konnten uns sogar ein paar KP abziehen. Die Siegestraße war nun dran, sie sieht zwar ähnlich wie in Rot, Gelb, Blau aus, da es natürlich auch dieselbe ist, aber es gab dort keine Trainer mehr. Bis auf einen natürlich, unseren Rivalen. Sein erstes Pokémon war Sneebel und obwohl wir schon Level 60 waren, war Sneebel immer noch schneller. Mit einem Rückkehr war es aber schon besiegt. Magneton war sein nächstes, das mit einem Surfer auch besiegt war. Meganie war sein nächstes und wie beim letzten Mal hat er sein Eishieb ausgehalten. Aber mit seinem Rasierblatt, das einen Volltreffer gemacht hat, hat er sonst sehr gut Schaden gemacht. Mit einem weiteren Eishieb war es dann auch besiegt. Golbert hingegen überlebte kein einziges Eishieb. Alpollo war auch mit einem Biss wieder weg. Und sein letztes Kadabra war auch mit einer Attacke weg. Und zwar Rückkehr. Damit hatten wir gegen den Rivalen gewonnen. Wir waren nun angekommen und im Markt haben wir uns noch mit ein paar Items eingedeckt. Nun war es an der Zeit für die Top 4. Der erste war Willy. Und ich meine nicht Willy Wuff. Ich glaube, den Film kennt, denke ich mal, nur ältere von euch, oder? Tatsächlich hatte ich gegen ihn schon einige Male gekämpft. 5-mal, um genau zu sein. Die 3., 4. und 5. Runde mit X-Angriff. Leider hatte ich Volltrottel nicht bemerkt, dass ich gar nicht auf Aufnahme gedrückt hatte. Ich war gerade dabei, Kanimani mit Sonderbonbons auf Level 65 zu machen, also 5 Level höher. Und das werde ich hier auch machen, als die Kämpfe genau gleich wieder durchzugehen, wo ich halt nur verliere. Ich wollte es halt nicht auf gut Glück 100 Mal probieren, bis es endlich klappte. Aber ich kann euch sagen, Willy hat mich echt zur Verzweiflung gebracht. Xate war sein erstes und das war auch wirklich jedes einzelne Mal schneller. Doch dieses Mal war ich endlich schneller und Icy hat es mit einmal besiegt, sonst hat es immer gerade so im roten Bereich überlebt. Selbst nach zweimal X-Angriff hat es jedes Mal im roten Bereich überlebt. Und Icy war eine physische Attacke, darum hatte X-Angriff wohl irgendwie einen Bug in dieser Edition. Kukowai war mit einem Icy weg, das einen Volltreffer gemacht hat. Sonst hatte das auch immer im gelben Bereich überlebt. Rosana war mit einem Rückkehr weg, eine Runde warum auch immer war es schneller als ich. Lamus überlebt. Lebte wie immer und machte auch wie in der Aufnahme nichts anderes als Amnesie. Mit einem weiteren Rückkehr war es auch besiegt. Sein letztes Pokémon Xate war auch mit einem Rückkehr besiegt. Das habe ich zwar noch nicht hier gesagt, aber Rückkehr ist wirklich eine sehr, sehr starke Attacke. Was ich auch noch sagen will, zum Glück ist mir das mit der Aufnahme gleich bei ihm aufgefallen und nicht erst am Ende der Top 4 oder so. Koga war als nächstes dran. Da habe ich mich erstmal zu entschlossen, mich auf Level 100 zu machen. Spaß natürlich nicht. Sein erstes Pokémon Ariados war mit einem Rückkehr weg. Sein zweites Pokémon Omad hat einen Surfer überlebt. Immer dieser rote Bereich. Toxin hat das gemacht, da bin ich erstmal auf einen Hyperheiler gegangen. Danach hat es Superschall gemacht, aber zum Glück nicht getroffen. Mit einem Biss war es besiegt. Forstelka hat auch im roten Bereich überlebt. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen hasse? Selbst hat es nur Stachler gemacht, was sowieso halt nichts bringt, da ich ja nur mit Kanimani kämpfe. Mit einem Rückkehr war es dann auch besiegt. Slymog hat einen Rückkehr überlebt, aber das habe ich schon erwartet, wenn es kein Volltreffer ist. Selbst hat es Komprimator gemacht und wurde ein richtig kleiner Pixelzwerg. Mit einem weiteren Rückkehr war
war es auch schon besiegt, ohne dass es daneben ging. Sein letztes war X-Bad, das natürlich schneller war und es machte Doppelteam. Aber unser Ice-Heap hat getroffen und mal wieder hat eines im roten Bereich überlebt. Und dieses Mal machte ich Surfer. Das hat es wiederum auch überlebt. Toxin wurde wieder eingesetzt und wir wurden ein weiteres Mal vergiftet. Doch unser Surfer hat wieder getroffen, wie ihn sein Doppelteam einfach gar nichts gebracht hat. Damit hatten wir auch die Nummer 2 Koga besiegt. Die Nummer 3 Bruno war dran. Sein erstes war Capoeira, das Rückkehr im roten Bereich überlebt hat. Habe ich schon erwähnt, dass ich den roten Bereich gar nicht mag. Es hingegen hat Schaufler gemacht und das dürfte ja eigentlich nicht viel abziehen. Ich hatte einfach Biss gemacht, weil meine Attacke würde ja so oder so daneben gehen. Und wie zu erwarten, Schaufler hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Mit einem Surfer war es dann auch besiegt. Nokshan hatte aber keine Rückkehr ausgehalten. Genauso auch Kikli, das hat auch keines ausgehalten. Machomai hingegen, das war klar, dass das überleben würde, wenn das halt kein Volltreffer werden würde. Sein Kreuzhieb hatte auch Schaden gemacht, aber nicht so viel, wie ich erst gedacht habe. Mit Surfer war Machomai dann auch besiegt. Und ohne X-Star ist ja eigentlich klar, dass es kein Surfer aushält als Boden- und Gesteintyp. Damit war die Nummer 3 besiegt. Bisher am einfachsten, wie ich finde. Nun war die Nummer 4 Melanie dran. Ihr erstes war Nachtara und das hat Rückkehr sehr gut weggesteckt, aber auch kein Wunder bei Nachtaras Verteidigung. Leider hat es Sandwirbel gemacht. Ach, das ist auch so eine Attacke, die ich einfach gar nicht mag. Mit Surfer war Nachtara dann auch besiegt. Auf Giflo hatte unser Ice-Heap einen Volltreffer gemacht. Gengar war klar schneller und machte leider Fluch. Und unsere Attacke ging natürlich auch noch daneben durch Sandwirbel. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Schlecker hat uns auch noch paralysiert und wir konnten daraufhin nicht mal mehr angreifen. Ein Trank würde nichts mehr bringen, aber ich wollte es trotzdem probieren. Und zwar in Top-Genesung. Das zählt hier als doppelte Heilung, weil es unsere KP und unseren Status halte. Dieses Mal wurden wir durch Schlecker aber nicht paralysiert. In der nächsten Runde auch nicht und Gengar wurde durch unseren Biss besiegt. Kramox war das nächste und unser Ice-Heap hat es getroffen und besiegt. Hundemon war nun ihr letztes und Surfer musste einfach treffen. Knirscher hat echt viel Schaden gemacht. Und Surfer hatte natürlich nicht getroffen, sonst hätten wir gewonnen. Durch ein weiteres Knirscher haben wir dann verloren. Zeit wieder für Runde Nummer 2. Dieses Mal habe ich gleich Surfer eingesetzt, aber es hatte nicht mal die Hälfte abgezogen. Nachtara hatte Konfusstrahl gemacht und natürlich auch noch getroffen. Durch Surfer war es wieder im roten Bereich. Habe ich ja schon mal jemals erwähnt, dass ich den roten Bereich hasse? Es hatte aber dieses Mal Finte und kein Sandwirbel eingesetzt. Ein Glück. Selbstverletzte, das musste ja klar sein. Aber Nachtara hat wieder Finte gemacht. In der nächsten Runde habe ich mich wieder selbst verletzt und durch Finte wurde ich dann besiegt. Was ein Pech aber auch. Runde 3 und ich habe wieder nicht die Hälfte mit einem Schlag abgezogen. Und Konfusstrahl hatte wieder getroffen, doch vielleicht habe ich ja dieses Mal mehr Glück. Ich hatte mich selbst verletzt. Wie war das gerade mit Glück? Nachtara hat Finte gemacht. Naja, immer noch besser als Sandwirbel. Wieder hat es im roten Bereich überlebt. No commentary. In der nächsten Runde war ich nicht mehr verwirrt und bye bye Nachtara. Dieses Mal hatte Giflor aber einen Ice-Heap überlebt und durch Blättertanz wurden wir besiegt. Runde 4. Nun ja, hatte ich auch verloren. Runde 5 hatte ich einen Plan und zwar, naja, X-Angriff. Leider kam Sandwirbel. Ich glaube, ich habe hier noch nicht erwähnt, dass ich Sandwirbel nicht mag. Oder? Ich musste so lange neu starten, bis es Sandwirbel nicht mehr machte. Anders ging es halt einfach nicht. Es hatte fast geklappt, aber nachdem ich mich geheilt hatte, kam wieder Sandwirbel. Es hat bestimmt 10 Versuche gebraucht, bis ich X-Angriff voll einsetzen konnte und es keinen Sandwirbel machte. Doch ich war leider verwirrt. Aber dieses Mal war es mit einem Rückkehr besiegt und das auch ohne Volltreffer. Bei Giflo habe ich mich selbst verletzt und meine Fresse, was hat Kanemani sich selbst für einen Schlag verpasst, dass es so viel KP verloren hat? Paralysiert wurden wir natürlich auch noch. Blättertanz hat uns dann ein weiteres Mal gekillt. Leider ging es echt wieder nicht anders. Ich musste auf Sonderbonbons greifen, aber dieses Mal habe ich ja viele Versuche gemacht, bevor ich dazu gezwungen wurde. Ich habe mich für Level 75 entschieden. Nur 70 wären halt nur 4 Level mehr und das würde halt nicht so viel nützen. Rückkehr hatte wieder gut abgezogen, doch Nachtara machte wieder Sandwirbel. Ich wollte schon wieder neu starten, aber ich wollte es einfach noch weiter probieren. Rückkehr hatte nicht getroffen und Konfusstrahl schon. Da habe ich mich entschieden, doch neu anzufangen. Kann es nicht einfach nur Finte machen. Nächste Runde war Nachtara mit 2 Surfer besiegt, aber wir wurden einmal durch Sandwirbel getroffen. Giflo war mit einem Ice-Heap, das getroffen hat, weg. Gengar war einfach immer noch schneller, obwohl wir einfach 30 Level höher waren. Mit einem Biss war es besiegt. Kramox war auch mit einem Ice-Heap besiegt, das getroffen hatte. Auf Hundemon hat unser Surfer auch getroffen. Sandwirbel hatte dieses Mal echt keine Wirkung. So konnten wir endlich mal gewinnen. Dieser Kampf hat mir wirklich so viel Nerven gekostet, wie meine Smaragd-Challenge mit Flamely bei Ben und
Svenja. Nun war es an der Zeit für den Champ Siegfried. Der Kampf wird klar einfacher werden. Das weiß ich jetzt schon. Garados hat eine Rückkehr auch wieder im roten Bereich überlebt. Immer dieser rote Bereich. Ah! Und Surfer hat uns einfach kaum Schaden gemacht. Mit einem weiteren Rückkehr war es dann auch besiegt. Tragoran war, wie ich es erwartet habe, mit einem Eishieb weg. Das zweite Tragoran genauso, das hat auch keinen überlebt. Sein drittes Tragoran, Level 50, konnte auch kein Eishieb überleben. Aerodactyl war zwar schneller, aber sein Flügelschlag hat kaum KP abgezogen. Und Surfer hat es dann ins Jenseits befördert. Glurak, das war genauso mit einem Surfer besiegt. Siegfried der Champ war damit besiegt, so einfach, wie ich es auch gedacht habe. Und im Gegensatz zu Melanie war das eine reine Wohltat. Damit waren wir nun der Champ, aber natürlich war die Challenge noch nicht vorbei, weil Kanto war ja noch übrig. Erstmal mit dem Boot hinfahren. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, weil die Trainer auf dem Schiff waren halt echt schwach. Die Elektro-Arena wollte ich gleich als erstes versuchen. Zu den Trainern gibt es wieder nicht viel zu sagen. Die Entwickler haben denen einfach, wie wir wissen, zu niedrige Level gegeben. Ich frage mich bis heute, was die sich dabei einfach gedacht haben. Kommen wir nun zu Major Bob. Mal sehen, wie schwer er werden wird. Sein erstes Pokémon ist natürlich sein bekanntes Raichu. Das war mit einem Rückkehr weg, es hat eben keine hohe Verteidigung. Sein zweites Magneton war mit einem Surfer besiegt. Sein drittes Pokémon Electek war auch mit einem Rückkehr besiegt. Wird es etwa wirklich doch so einfach werden? Electroball war trotz 36 Level Unterschied echt immer noch schneller. Aber es war auch mit einem Rückkehr weg. Sein zweites Elektroball war auch mit einem Rückkehr weg. Doppelteam hat ihm echt zweimal nichts genützt. Damit hatten wir Major Bob viel einfacher besiegt, als ich eigentlich erwartet habe. In Kanto gibt es natürlich auch viele normale Trainer. Diese erwähne ich aber nicht weiter, weil die können uns halt einfach nichts anhaben. Ich ging auch in die Spielhalle, damit wir unsere Seele verspielen konnten. Doch wir hatten keinen Münzkorb. So ein Pech aber auch. Der notgeile Opa war auch am Start. Steht der etwa da schon? 3 Jahre oder noch länger? Nun war die Pflanzenarena dran. Mal sehen, ob Erika was kann oder nicht, aber ich glaube eher nicht. Ich komme gleich zu ihrem vierten und letzten Pokémon, Bluebella, da dies das einzige war, das ein Eishieb überleben konnte. Sie hatte zwar noch einen Trank eingesetzt, aber mit Biss und einem weiteren Eishieb war es weg. Damit war Erika auch absolut gar kein Gegner. Nun war die Giftarena dran. Der Kampf gegen Kogas Tochter, Janina. Da muss ich auch groß nicht sagen, ihr höchstes Level hat ihr Omod und das ist nur Level 39. Gerade bei ihr habe ich mich immer gefragt, warum haben die Entwickler ihr so ein niedriges Level gegeben? Klar, sie sollte schwächer als ihr Vater sein, trotzdem, man kommt doch erst zu ihr nach der Top 4. Sie ist halt einfach das beste Beispiel für die schlechte Levelkurve in Gen 2. Zum Abschluss kann ich einfach nur noch sagen, Janina ist ein Witz als Gegner. Nun war die Psycho-Arena an der Reihe. Sabrina, wirst du eine größere Herausforderung sein oder nicht? Jepsiana hat einen Surfer echt ausgehalten. Und es machte Sandwirbel. Wird es etwa doch so etwas noch wie interessant werden? Mein Biss ging hier wegen Sandwirbel daneben. Und ihr Psychokinese hat echt gut Schaden gemacht für den Levelunterschied. Mein nächstes Biss ging auch wieder daneben. Und Psychokinese hat wieder gut Schaden gemacht. Werde ich etwa noch dazu gebracht, einen Trank einzusetzen? Und dieses Mal hatte Biss aber getroffen und Psyana ging in die ewigen Jagdgründe. Pantymos war mit einem Rückkehr erledigt. Ihr letztes Pokémon war natürlich ja Simsala. Es war nicht nur schneller, nein, es machte auch noch Reflektor. So konnte sie auch unser Rückkehr überleben. Auch benutzte sie einen Trank. Und mein Rückkehr ging wegen Sandwirbel daneben. Mit Psychokinese wurde ich bis in den roten Bereich gebracht. Aber ein Surfer konnte es besiegen. Damit war Sabrina erledigt. War ja doch noch ein guter Kampf, aber halt auch nur wegen Sandwirbel. Ein Rocket-Rüpel, der wie Mr. Popo spricht. Ist das ein Gott? Ist das ein Carpador? Oder ist es einfach nur ein Yoda? Okay, was heißt denn nur Yoda? Yoda ist ein nicer Charakter. Der hatte echt nur ein Golbat Level 30. Was sollte das denn? Misty bei ihren Dates stören. Wir sind nicht unhöflich. Sie macht ihre Arbeit nur als Arenaleiterin nicht. Und da kommen wir auch schon zum Kampf gegen sie. Mal sehen, was sie so kann. Sie hat echt ihr Anton entwickelt. Wie kann sie nur? War mit einem Rückkehr besiegt. Und Morlord war mit einem Surfer besiegt. Lapras hat Rückkehr überlebt, aber das war mal wieder zu erwarten. Blizzard hatte nicht so viel Schaden gemacht. Mit einem Surfer war Lapras dann auch schon besiegt. Gegen Starmie war ich sogar schneller. Das habe ich mal wieder.
wieder nicht erwartet. Obwohl es im roten Bereich war, setzte sie keinen Trank ein. Das habe ich wiederum auch nicht erwartet. Ich dachte, der Kampf könnte etwas härter werden, aber Fehlanzeige. Ein Radio-Update, das kann ich schauen. Damit konnten wir auch gegen das Relaxo kämpfen. Rückkehr hat wirklich über die Hälfte abgezogen. Das war wieder etwas, was ich nicht erwartet habe. Und durch Body Slam wurden wir leider wieder mal paralysiert. Mit einem weiteren Rückkehr war Relaxo dann auch schon besiegt. Rocco, der Steinharte, war der nächste Gegner. Nun ja, jedes seiner Pokémon war mit einem Surfer weg. Selbst Amoroso und Kabutops. Damit war Rocco halt auch absolut kein Gegner. Blau haben wir auch getroffen. Den werden wir auch noch besiegen. Feuer-Arena-Leiter Pyro war an der Reihe. Nun ja, da war ja eigentlich klar, dass jedes seiner Pokémon mit einem Surfer weg war. Selbst ohne Volltreffer. Damit war auch der alte Opa Pyro Geschichte. Hat euch diese Arena auch immer an Legostein erinnert? Mich schon, und ich sehe es halt immer noch so. Kommen wir nun zu Blau, der sicher endlich mal wieder ein Gegner sein wird. Taubos war sein erstes mit Level 56. Hätte nicht jeder Arenaleiter Kantos so ein Level haben können, besonders Janina. Es überlebte, wie zu erwarten, ein Icy. Es machte aber nur Spiegeltrick, was unseren Icy kopierte. Machte halt kaum Schaden. Mit einem weiteren Icy war es dann auch besiegt. Kokowai überlebte natürlich auch ein Icy. Es ladete aber nur seinen Solarstrahl auf. Mit einem weiteren Icy war das genauso weg. Simsala machte wie Sabrinas Simsala auch Reflektor. So konnte es auch unser Rückkehr überleben. Und sein Psychokinese machte natürlich sehr gut Schaden. Mit einem weiteren Rückkehr war es dann aber auch schon besiegt. Garados steckte unser Rückkehr aber sowas von gut weg, aber war auch klar wegen Reflektor und es ist halt einfach auch ein Garados. Windhose machte aber kaum Schaden, aber ist ja klar, Windhose ist echt eine sehr, sehr schwache Attacke. Auch sein Hydropumpe machte kaum Schaden. Sein Hyperstrahl allerdings brachte uns bis in den roten Bereich. Garados hat wirklich einige Rückkehr überlebt. Bei Arcani war ich mir leider echt zu sicher. Es war schneller und besiegte uns mit einem Flammenwurf. In der nächsten Runde bin ich alles genau gleich nochmal durchgegangen. Dieses Mal hatte ich bei Arcani aber auch mehr KP übergehabt. So konnten wir seinen Flammenwurf überleben. Trotzdem macht es immer noch unglaublich Schaden. Mit einem Surfer war Arcani sein letztes Pokémon auch besiegt. Damit haben wir Blau, den stärksten Arenaleiter, erledigt. Es war an der Zeit für den letzten aller Trainer. Und zwar Rot. Ich wollte es für diese Runde unser Kanimani noch nicht auf Level 100 machen. Sein erstes Pokémon, Pikachu, machte gleich Charme. Dadurch hat Rückkehr nicht einmal die Hälfte abgezogen und das auf ein Pikachu. Klar, es ist Level 81, aber trotzdem. Und sein Donner machte so krass Schaden, aber war auch irgendwie klar. Mit einem Surfer war es dann besiegt. Leider fiel mir auf, ich hatte gar keinen Trank mehr dabei. So ein Pech aber auch. Icy hatte einen Volltreffer gemacht, aber das brachte uns halt leider nicht so viel, weil Solarstrahl erledigte uns. Runde 2 und ich hatte mir auch einen Trank gekauft. In der Höhle habe ich leider gar keinen gefunden. Bei Pikachu ging ich erstmal auf X-Tempo. Leider konnte Surfer nicht besiegen. Doch zu unserem Glück ging Donner wieder daneben. Er setzte ja wirklich zwei ganze Male Top-Genesung für Pikachu ein. Auf Bisaflor hat unser Eishieb nicht mal die Hälfte abgezogen. Und Solarstrahl konnten wir wieder nicht überleben. Und X-Spezialverteidigung gab es in dieser Generation ja noch nicht, sonst hätte ich dies benutzt. Ich musste leider dazu greifen, Kanimani auf 100 zu machen. Nein, lieber erstmal Level 90 als gleich Level 100. Und Pikachu war natürlich immer noch schneller. Doch dieses Mal war es mit einem Surfer besiegt. Bisaflor Solarstrahl überlebten wir wieder nicht und wir waren immer noch langsamer. Ich brauchte einen X-Angriff und ein X-Tempo. Das habe ich in der nächsten Runde auch gemacht. Aber Solarstrahl killt uns auch ohne Volltreffer. Ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr oft probiert, aber Pikachu macht immer und immer wieder Charme, was unser X-Angriff hinfällig machte. Das hier war wirklich so verbuggt. Charme ging auch hin und wieder daneben, so dass ich zweimal X-Angriff drin hatte, aber Icy hat auf Bisaflor immer gleich viel abgezogen. Das hat einfach nie Unterschied gemacht. Ich habe es wirklich bestimmt an die 30 Mal gegen ihn versucht. Nachdem ich so oft verloren habe, habe ich mich dazu entschieden, Kanimani auf 95 zu machen. Ich wollte halt nur nicht auf Level 100 gehen. Selbst auf diesem Level war es immer noch schneller. Aber als ich X-Tempo einmal eingesetzt habe, war ich schneller. Aber X-Angriff ändert natürlich nie etwas. Auch der Icy-Pump hatte wieder gleich viel Schaden gemacht, obwohl wir jetzt Level 95 waren. Wir sind zwar jetzt schneller als Bisaflor gewesen, aber Solarstrahl killt uns immer noch und das auch ohne Volltreffer. Da habe ich mich schlussendlich entschieden, Kanimani doch auf Level 100 zu machen. Pikachu war leider immer noch schneller, aber als ich einmal X-Tempo eingesetzt hatte, da nicht. Aber X-Angriff bringt natürlich absolut
gar nichts. Aber hey, sein Charme ging daneben. Icy hatte Bisaflor aber endlich mal in den gelben Bereich gebracht. Welch Wunder. Und es hat nicht im roten Bereich überlebt. Was für ein Glück. Was ist denn jetzt hier los? Psyana hat mit seinem Psychokinese nicht mal die Hälfte an Schaden gemacht, aber es war schneller. Unser Rückkehr überlebt es auch im roten Bereich. Habe ich ja jetzt schon mal jemals erwähnt, dass ich den roten Bereich hasse? Ja, ich glaube bestimmt 1000 Mal. Relaxo habe ich geschafft, auch noch zu besiegen. Doch an Turtok bin ich gescheitert und einen Trank hatte ich auch schon verbraucht. Ich musste es einfach wieder mit X-Tempo versuchen. So kämpfte ich mich wieder bis Relaxo vor und hatte sogar noch meine vollen KP und sogar meinen Trank hatte ich noch nicht verbraucht. Und Relaxo konnte ich auch wieder besiegen. Turtok war auch mit 2 Rückkehr weg. Surf hatte uns auch kaum Schaden gemacht, aber kein Wunder, wir waren Level 100. Glurak war mit einem Surfer wie Pikachu weg. Damit war Rot besiegt. Der hat mir, glaube ich, die meisten Nerven von allen gekostet. Sogar noch etwas mehr als das Top 4 Mitglied Melanie. Insgesamt hat das aber auch wieder großen Spaß gemacht. Zur Spielzeit waren es dieses Mal 7 Stunden und 12 Minuten, was ich gebraucht habe. Da diese Videos wirklich sehr, sehr aufwendig sind, würde ich mich hier wieder sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und bis zur nächsten Challenge, Leute. Euer Xemnas.